Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 18.04.2023. Da haben wir mit dem letzten Bild einen super Übergang geschafft. Und DAX hat sich heute den eigenen Schwanz gebissen. Ich habe selbiges getan, habe gerade meine Morgenanalyse mit stumm geschaltetem Mikro eingesprochen. Die super Erlösung trat dann ein, als ich die Stummtaste drücken wollte für das Abschluss, um es zu beenden. Und die mir schön rot leuchtend bereits entgegenleuchtete. Also, volles Programm noch einmal. Ich probiere nicht durcheinander zu kommen, weil ich habe es schon einmal alles angesprochen. Was wollt ihr sehen? Nicht unbedingt das, muss ich ganz klar so sagen. Es ist aber ein typisches Pattern, was man in der Aufwärtsbewegung sieht. Und dem einen oder anderen wird es auch bekannt vorkommen. Denn wir haben es vor zwei, drei Tagen mal durchgesprochen, dieses Szenario, dass er auf dem neuen Hoch dann hier zwischen dieses und die 49 einmal mittig dazwischen sticht, nochmal von oben auf die hier so 67, 57 zurücksetzt und sich dann wieder auftritt, um dann in die Richtung 16.000 zu laufen. Genau das haben wir jetzt gesehen. Genau das war das. Das haben wir vor zwei, drei Tagen immer mal wieder mit eingebracht, dieses hier dazwischenstechen, nochmal runterdrehen. Also es ist da und es ist ein bullisches Pattern, also ein Teil der bullischen Bewegung. So haben wir es zumindest die letzten Tage erwartet und gesehen. Und von daher würde ich es jetzt auch nicht negativ werten. Und wir haben ganz klar gesehen, er hat sich auf der 800 deutlich stabilisiert. Das ist genau die wichtige Marke gewesen, wo ich gesagt habe, da möchte ich mich orientieren dran. Und es ist ihm nicht gelungen, unten rauszutreiben. Er hat immer, ist immer runtergekommen, aber hat sich immer wieder an die 800 zurückgezogen, dort deutlich stabilisiert, Bewegungsdynamik verloren und wieder aufgedreht. Und ich sag mal, aus der Perspektive heraus wird es ihm eigentlich jetzt auch nicht schwerfallen, hier jetzt den nächsten Schub zum Dienstag zu aktivieren. Und das kann dann durchaus auch mal schon eine 16.000 wären. Ja, also das sind jetzt 170 Punkte. Na, also das ist noch nicht deutlich schwer. Ne? Das schafft er sogar am Morgen schon, wenn er sich per Gap mal richtig einleitet. Ja, von daher, von der Bewegung wirkt es recht schwach, dadurch, dass man den so abverkauft hat, aber wir stehen höher als am Vortag. Wir sind, haben oben ein weiteres Ziel angelaufen, haben den Rücklauf auf Gap Close gut gestanden, stabilisiert, aufgedreht. Ja, jetzt wäre eigentlich neues höheres Hoch dran. Ja, also so würde ich sehen. Ne? Ich verstehe das nicht falsch. Also ja, ich würde long handeln, ich bin auch positiv gestimmt, aber ich würde ihn auch gerne shorten, so ist es nicht. Ja, es ist bloß so, dass ich wirklich auch mein Verkaufssignal haben will. Ich will das sehen. Ich habe da keine Lust mehr drauf, immer zu shorten, nur weil ich zum Beispiel jetzt glaube, also das ist wirklich so, ich glaube, dass die Bewegungsdynamik im Aufwärtstrend hier brutal nachgelassen hat. Ja, also hier sind wir übelst dynamisch gestiegen, dann sind wir ein bisschen mäßiger gestiegen in dem Streckenabschnitt und das hier ist schon eher fast trostlos. Ne? Das wirkt ein bisschen traurig, was er macht. Aber früher habe ich da Blut durchgeschortet. Und immer wieder hat er ein neues Hoch gemacht und mich ausgestoppt. Dann ist er wieder nach unten, dann bin ich in so einer Situation wieder Short rein, dann kam wieder ein neues Hoch, mich wieder ausgestoppt. Dann wieder nach unten, ich wieder Short, einfach weil ich immer nicht auf die Verkaufssignale geachtet habe. Und am Ende ist der Markt dann irgendwo 1000, keine Ahnung, 1500, 2000 Punkte gestiegen und ich habe die ganze Zeit nur geshortet. Manchmal sogar mit Gewinnen dabei, aber unverhältnismäßig wenig für das, was man hätte haben können, wenn man long gehandelt hätte. Ja, und deswegen habe ich mir das dann irgendwann einfach angewöhnt, andersrum zu machen, weil es mir so nichts gebracht hat, einfach schlichtweg halt, ne? Mich immer wieder dagegen zu stellen. Und rein aus der Perspektive, Erfahrung heraus, würde ich hier jetzt wirklich alles, was oberhalb von 800, 830 ist, würde ich Long suchen. Richtung 16.000, Richtung nochmal das Hoch hier, 900 dran, 16.000, 49, irgendwie in die Richtung rein, definitiv ja. Aufpassen würde ich, wenn er unter das Montagstief abtaucht, also unter eine 770 und eine 750 auch geht, weil dann geht wieder Platz auf bis 650 und auch tiefer und auch hier diese 565, 570 und dann sind wir wirklich an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, erste Welle, zweite, dritte, vierte, fünfte wäre ein Bewegungsabschnitt hier beendet und eine größere, mehrtägige, vielleicht sogar mehrwöchige Korrektur würde sich dann einleiten in dem Moment, wo die Aufwärtsbewegung bricht. Und die würde hier brechen. Ne? Wenn wir unter die Linie fallen, dann ist sie tot. Ja, und das macht dann wieder die zwei Gaps hier unten auf. Und dann bin ich an einem Punkt, wo ich sage, hier unten macht es doch Spaß zu shorten. Hier laufen mir die Shorts doch direkt an, ohne dass ich irgendwie ewig im Minus aussitze und erstmal 50 Punkte in meinen Stop-Loss der Trade mir reinarbeitet. Hier setze ich einen Short an und buff, der läuft mir direkt 30, 40, 50 Punkte an. Und ich habe ein viel einfacheres Trade-Management, als wenn ich das hier oben mache. Na, auch wenn die neuen Hochs natürlich hier für diejenigen, die immer wieder die neuen Hochs geschottet haben, wirklich gut angelaufen sind.
Ja, aber es ist ein anderer Markt, ne? Wenn du zu viel willst und hier zum Beispiel bei 800 nicht rausgegangen bist, weil du sagst, nee, du willst aber mehr, dann kann das sein, dass du morgen schon wieder im Minus ausgestoppt wirst. Und das ist das Nervige an einem Aufwärtstrend, wenn man Short sucht, ne? Es ist viel angenehmer, wenn man dort Long sucht und deswegen würde ich einfach oberhalb von 830, 800 weiterhin auf der Long-Seite mich versuchen. Ja, solange wir eben hier nicht klar, deutlich, sichtlich nach unten arbeiten. Ja, okay, verstanden. Ja, nächste Ziele, wie gesagt, 49, 16.000, 16.20, das ist durchaus schon erreichbar zum Dienstag. Sollte er uns aber wegbrechen, unter 800, unter 77, 57 auch ausarbeiten. Wie gesagt, erste Station im Bereich um 6,65, 6,60 und dann hier 5,75, 5,65. Ja, das wären die schönen Zielstationen auf der Unterseite erstmal, wenn er denn wirklich runterrutscht. Bisher sah es, also bis jetzt, also bis Tagesschluss sah es eher so aus, wie als würde es jetzt auch bloß wieder. Rücklauf, Gap Close, Stabilisierung, Auftreten, neues Hoch. Und deswegen gucken wir mal. Ja, aber alles über 800, 830 suche ich persönlich nach Long. Ja, ich mache damit die Analyse zu, wünsche für euch viel Glück, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.